Hallo, beste Menschen, willkommen. Ihr Lieben, schönen guten Tag. Ich hatte überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Ich hatte ja das erste Video gepostet über die beiden Mustangs, die so verschieden klangen, gleicher Lautsprecher. Und bin dadurch quasi auf die Idee gekommen, ein Speaker-Upgrade zu machen. Also wenn Fender sowieso so eine Varianz hat, oder Celestien in den Lautsprechern, die da verbaut sind, und ein Modeling Computer Amp besser klingt als der andere, was ich ja nie dachte, dass das sein kann, dann kann ich auch direkt einen anderen Speaker reinschrauben, wie in jedem anderen Verstärker. Ich dachte bisher, das ist ein bisschen verboten, weil ich eben dachte, hatte ich im ersten Video schon gesagt, die Simulation ist total auf den Speaker abgestimmt. Aber wenn das sowieso, ich sag mal, egal ist, ich übertreibe es ein bisschen, dann kann ich mir überlegen, auch ein Speaker-Upgrade zu machen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich zeige gleich ein paar Fotos dazu. Ich mache auch ganz schnell, dauert nur 5 Minuten, denke ich. Hier haben wir jetzt, ich hatte ja gesagt, ich stehe total auf den Eminence Private Jack. Und da, ja, den hatte ich jetzt nicht nochmal über, aber was ich noch gefunden habe, ist tatsächlich ein Legend GB128, heißt der. Es gibt Leute, die sagen, Greenback, eine Greenback-Kopie soll das sein. Und hier ist jetzt der alte Celestien G12T100 drin, wie der normal in den Mustangs verbaut ist. Ja? Also Eminence Legend GB128 und hier der serienmäßige Celestien. Es gibt eben Leute, die sagen, ja, die Mustangs sind ganz prima, aber tatsächlich in der Fender-Domäne, so dem fehlt ein bisschen Sparkle. So, den Sparkle habe ich mir jetzt hier reingeholt. Ich zeige euch jetzt eben drei Sounds, so stellvertretend. Könnt ihr selber entscheiden, ja, wieder übers Tascam, keine automatische Aussteuerung, einfach ausgepegelt, so dass ihr keine, dass da keine Kompression mit im Spiel ist. Setzt euch Kopfhörer auf. Ich habe alles, der Hall, der hier drauf ist, ist gleich. Die Lautstärke beider Amps ist identisch und ich drehe jetzt mal hier mir ein Twin rein und da drehe ich auch schon mal ein Twin rein. Yep. Okay, so dass ich gleich umstecken kann. Wenn man auf den Sparkle. Genau, ich würde sagen, einfach ein bisschen luftiger. Ich glaube nicht, dass sie sich in den Höhen so viel unterscheiden. Die beiden Amps. Aber ich würde sagen, die Hochmitten sind hier ein bisschen zurückhaltender. So, jetzt gehe ich mal auf ein Bassman-Ding. Ich mache das hier direkt auch mal. Können wir gleich schneller umschalten. Auf dem Eminence Speaker. Genau, nicht so zwingend. Ja, ein bisschen offener, wobei die Bässe und die Höhen sich nicht so viel tun. Ich finde es jetzt hier den Unterschied eigentlich ja am schönsten, das ist so ein bisschen, was ich wollte. Ich bin mal gespannt, wenn ich hier mal einen Private Jack reinschraube, ob sich das dann nochmal bessert. Wir haben uns nicht so richtig weit entfernt, oder ich mache erst nochmal den dritten Sound.
und jetzt nochmal gehen wir nochmal in die Celestien-Domäne. Ich würde sagen, hier im Raum kommt der alte Celestien Speaker diesem JCM 800 Sound ein bisschen entgegen. Er klingt ein bisschen kompakter. Ich würde aber sagen, dass der Eminent sich auch besser durchsetzt. Das sind jetzt identische Presets. Wie gesagt, bei dem Speaker, bei dem alten Celestien hier, fehlt dem manchmal ein bisschen Glanz in den Fender Sounds. Das hat er jetzt. Natürlich klingen dann auch die Marshall Sounds anders. Ja, was ich noch sagen wollte, der Eminent Speaker kostet 66 Euro, gerade bei TubeTown. Ich werde das auch verlinken. Ich kaufe meine Sachen eigentlich häufig bei TubeTown.de. Genau, guter Laden von Dirk Munzinger. Ist eigentlich so ein kleiner Elektronikladen, aber da gibt es eben auch Speaker. Wunderbarer Service. Ich verlinke das einfach mal. Ja, und für 66 Euro ist das ein super Upgrade und eine super Alternative. Das wollte ich euch nur mal kurz nachreichen. Wie gesagt, ich war auf die Idee gekommen, weil die serienmäßigen Speaker sowieso schon unterschiedlich klingen. Ich würde mich freuen über Likes und Kommentare. Besucht auch meine Facebook-Seite. Das ist facebook.com/audiostatement. Pierre Disco Audio Statement. Auf YouTube bin ich unter Pierre Discos Audio Statement. Oder ihr könnt einfach Pierre Disco suchen. Genau. Der Name ist tatsächlich echt. Pierre Disco. Man könnte sagen, der Name ist Programm. Vielen Dank fürs Gucken. Bis nächstes Mal und tschüss.